Ja, da sind wir mal wieder in meinem Küchenstudio. Herzlich willkommen. Ja, habt ihr mich schon vermisst? Ich hoffe doch sehr. Ja, aber nun bin ich ja wieder da. Das ist ja schön. Und ihr seid auch da. Also was wollen wir mir? Also, ja, guck mal, ich trinke gerade eine Latte. Nicht, sag ich jetzt nicht. Also eine Latte. Also eigentlich wollte ich ja auch einen Wein trinken. Kennt ihr noch Biolex, seine Küchensendung, Kochsendung? Oh, das war immer so schön. Da hat er sich hingestellt und mit seinem Gast dann Wein getrunken. Ja, aber ich habe ja nun keinen Gast hier. Nicht? Ich mache das ja nur mit euch alleine. Und euch alle kann ich nur nicht einladen zu einer Latte. Die trinke ich nun mal so. Ja, was gibt es Neues? Ich habe wieder gekocht. Ja, stellt euch mal vor. Und soll ich euch mal zeigen, was ich gekocht habe? Ja, da kommt mal mit. Ja. Denn heute kommt noch Besuch. Christoph und Nicole und Tiffy. Ja, Tiffy kommt auch mal wieder. Und da habe ich jetzt eine Suppe gekocht. Wisst ihr, wir haben noch immer Kohlrabi-Wasser übrig gehabt. Neulich gab es Kohlrabi. Und das ist ja zu schade zum Wegtun. Das muss man doch aufbewahren und weiterverwenden. Und da habe ich früher mal gelernt, dass man daraus noch ein Süppchen kochen kann. Ja, und dann habe ich ein Kohlrabi-Süppchen gekocht. Guckt mal hier. Seht ihr das? Ich muss gleich noch mal probieren, ob ich da noch was zutun muss. Ja, ich finde, das geht. Ja, und hinterher gibt es Frikassee, aber nicht, was du jetzt meinst. Nee. Es gibt heute Frikassee aus Corned Beef gemacht. Ja, ich zeig dir das auch mal. Guck mal hier. Ich probiere das mal mit dir. Du weißt ja auch, wie gut das schmeckt. Oh. Lecker. Ja. Würdest du natürlich wissen, was Frikassee aus Corned Beef. Hier hat meine Mutter schon immer gekocht. Corned Beef, 2 Dosen, in Zwiebeln anbraten, mit Wasser löschen, dann noch ein bisschen ein paar Champignons dazu, ein Glas oder eine Dose Spargelstücke und Erbsen. Ja, Erbsen habe ich auch noch reingetan. Ja. Und das Ganze ein bisschen abgeschmeckt und schmeckt wunderbar und ist auch nicht so ein ganz teures, aber auch nicht so ein ganz billiges Essen. Aber es soll ja auch schmecken. Ja, und übrigens, wenn du meine Rezepte mal haben willst, mir ist ja gesagt worden, ich zeige immer nur, was ich hier koche. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich kann jetzt hier stundenlang mit euch in der Küche stehen. Da kommt ihr ja ins Schwitzen. Ne? Also, wenn du jetzt die Rezepte haben willst, dann musst du mir schreiben. Hier ist die Adresse CPRs Küchenstudio mit ue@gmx.de. Darüber schicke ich dir dann die Rezepte zu. Ja, ich zeige das nochmal rein. Ja, schreiben Sie mit. Ja, ist ja jetzt der Stift schon da. Ja. Ja, gut. Was gibt das sonst noch Neues? Ja. Ach, Jürgen hat ja auch was gemacht. Das will ich mal sagen. Ach, das ist ja auch so wunderbar. Und guck mal hier. Eine Torte. Eine Erdbeertorte. Da ist eine Zahl drauf. Ich sage jetzt nicht, was das für eine Zahl ist, aber es ist eine schöne Erdbeertorte. Ja. Ich freue mich ja schon, weil es die gibt. Die gibt es bestimmt um Mitternacht. Und ja. Muss ich dir noch mal zeigen. Was zeigen? Kennst du das noch von früher? Weißt du noch, was das ist? Ja, das ist eine Bohlenschüssel. Und da kommt nachher Bohle rein. Und die ist schon vorbereitet. Gestern schon angesetzt. Ah, muss ja ganz kühl stehen. Ich zeige dir auch das nochmal. Und dann hole ich gleich nochmal Löffel raus. Um auch da noch mal zu probieren. So. Riechst du das? Ja, schon. Rund. Ich glaube, ich esse
Und trinkt da gleich ein paar was von. Ja. Das kommt ja nachher ins Fohlenservi. Und dann kann die Feier losgehen. Nicht? Trink, trink, Brüderchen, trink. Lass doch die Sorgen zu Haus. Meide den Kummer und meide den Schmerz. Dann ist das Leben ein Scherz. Ja, also habe ich genug gequatscht. Ich sag jetzt gleich mal wieder Tschüss, ihr wisst Bescheid. Schreibt mir, wenn ihr die Rezepte haben wollt, komm dann zu euch. In dem Sinne, schönes Wochenende oder schöne Woche, wann auch immer ich das nun online stelle. Habt's gut und bis bald. Tschüss.